Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Na denn? Aber ohne die Belagerungshunden, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden. Zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Spart euch euren Dank, Imperius. Wir kommen gut miteinander klar. Was ich mir jetzt frage... Das da unten ist doch eine riesige Festung. Jetzt ist die Frage, von wen gehört diese riesige Festung? Schlachtfelder der Ewigkeit. Die kämpfen ja hier auf dem Schlachtfeld, wo die Engel und Dämonen vorher gekämpft haben. Oh, warte mal, sind das urzeitliche Täuscher? Die Gegenden des Wahnsinns sind ein raues Pflaster und ihre Einwohner müssen listenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher, die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen bilden. Noch einer als rechter Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich kleiner ist. Ich vermute, dass die Stachelkrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Ein wichtiges Toxin aus, das den Höllenwürdig wäre und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie niemals auf einen Menschen stirbt. Ich brauche mehr Zeit. Ja, hier treffen wir auch mal auf Dämonen, die wir so nicht vorher sehen konnten. Ist ja wohl logisch, da das hier wirklich hier so da quasi der Urschleim ist. Noch nicht da. Von dem, was noch existiert. Eigentlich müsste man hier richtig altbacken Dämonen kennenlernen. Wie sagt der Balrog, ist ja schon mal einer davon. Das ist immer kein Dämon. Der gehört halt zur Standardarmee. Dass die hier sich rumtreiben, weil die sind perfekt gegen Engel hier. Aber das, oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Oh, Scheiße. Was sind das für Viecher? Alter, wie viel sind das denn noch? Ich muss hier weg. Hat das denn auch mal ein Ende? Wo kommen die hin? Da kommen sie her, da hinten, an der Truhe. Ach so. Aha. In der Truhe sind die hier so durchgedreht oder was? So, was ich jetzt sagen wollte. Oh, was ist das denn? Uralte Ruinen von Dolmur. Ich guck mal kurz mir das an. Ach, das scheint hier wieder so eine Spezialhöhle zu sein. Das ist aber natürlich unrelevant für uns, hat nichts mit der Story zu tun. Wow! Dimensionswandler, ein Planarwächter. Ich komme hier gar nicht zum Erzählen, aber ich glaube, ich kann während ich ihn kille mal kurz ein bisschen erläutern, was ich jetzt gerade meine Gedanken gegen sind. Die riesige Festung. Jetzt ist die Frage, wen gehört das an? Den Dämonen oder den Engeln? Wer hat die da unten aufgebaut? Ist das die Festung des Wahnsinns? Kann ja nicht sein. Die Festung des Wahnsinns war ja ein Ort, quasi der Götter der Neutralität an. Es war so ein Außenposten des Himmels an den Toren der Hölle. Und jetzt sind wir, wie gesagt, wieder an einer Festung. Wenn das jetzt den Engeln gehört, dann ergibt das ja Sinn, weil es muss den Engeln gehören, weil die Ramme dämonisch sein muss, weil sie ja nur von Klängen bedient werden kann, die Dämonen besitzen. Andersrum wäre es ja ein bisschen Quatsch. Warum besitzen die Dämonen die Macht, ihre eigene Ramme zu... Also die eigene gegnerische Ramme zu bedienen? Alter Schwede, was ist denn hier los? Sind das für Viecher hier? Und diese kleinen Viecher, die regen mich auf. Ich mach erstmal einen Planarwächter tot, so. Er durchstreift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gelben Loch im Zentrum. Ich schaffe es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen,
Piers hochschreiten, sind in einer rechten Fremdendimension gefangen und werden nie wieder gesehen. Okay, wir sind jetzt in den Planarwächter hineingegangen, der hat ein Portal hinterlassen. Aber in Kains alten Aufzeichnungen viele Einigkeiten über Monster der Ebene des Wahnsinns gefunden. Er reiste vor 20 Jahren mit einer Gruppe Helden dorthin, um die großen Übel aus der Welt der Sterblichen zu verbannen. Und seine Entdeckungen scheinen ihn ganz schön mitgenommen zu haben. Manchmal wagte er es, einen Blick über den Rand der Festungsmauern hinauszuwerfen, woraufhin geflügelte Bestien erschienen, die seinen Namen trugen. Und sind jetzt in der im Reich der Vertriebenen. Ich höre einen Goblin. Wo ist er? Da oben ist er. Den kommst mir nicht, du Schatzgoblin. Oh Gott, ich glaube, ich mach's schlimmer. So, warte mal, die lenke ich mal kurz ab. Oh, eine Sphäre. Oh Gott, wie weit will der denn noch rennen? Bleib hier. Oh, danke. Da wollte ich eh hin. Nein, der Goblin rennt in die Massen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Scheiße. Entkommt mir. Wir waren so kurz davor. Wir waren so kurz davor und dann rennt er voll in die Mond rein. Ach, die haben ja diese Arkan-Dinger. Nein, und eingesperrt, jetzt komme ich nicht weg. Weg, 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 weg. So, und die eine noch. Stirb, Bitch. Voll. Ich hätte beinahe einen Goblin gekriegt, nur wegen euch. Nur wegen euch, weil ihr unbedingt im Weg stehen musstet. Es wird immer schwerer, an solche Goblins ranzukommen. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Na toll, ja, es entkommen. Kurz davor, er war kurz davor, tot zu gehen. Und dann ist das passiert. So, und jetzt müssen wir hier Ewigkeit der Belagerungsruhen. Wir müssen die Belagerungsruhen finden. Die ja die Dämonen besitzen. Aber wenn sie die besitzen, warum haben sie die Ramme nicht benutzt, um hineinzukommen? Oder wird es doch vielleicht den Engel? Das wird hier irgendwie nicht genau gesagt. Wie schade. Ja, wenn das die war, weil die Ramme, wie gesagt, wieso besitzen die Dämonen die Waffe, also die Funktionsrunen, um die Belagerungsramme zu benutzen? Das ergibt ja sonst keinen Sinn, wenn das nicht ihre Ramme ist. Manchmal sehr merkwürdig hier die Logik. Und wir sind gleich Level up. 67. Groll haben wir gelernt. Jetzt mal gucken, ob ich neue Dinger dazu bekommen habe. Bessere Rüstung. Das ist ein Schild. Was für ein Hals. Und das war's. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben die Ebenen des Wahnsinns weit hinter uns gelassen. Der Dimensionenwandler hält hier Wache. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis wir die Rache einsetzen können. Oh, da haben wir eine ganz normale Marodeure. Hat natürlich alleine keine Chance. Aber jetzt erstmal die erste Rune hier finden. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich noch einen zweiten Planarwächter finden. Um an die andere Rune ranzukommen. Damit wir die Ramme benutzen können. Um in die Festung hineinzukommen. Und dort wartet er, Maltael. Also wir sind wirklich langsam, kommen wir aufs Finale hin. Was natürlich ein bisschen sehr schade ist, aber Über Souls ist leider nicht die beste Erweiterung. Warte mal, hier ist ein Portal. Oh, das hat Viecher gerufen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Fähigkeit umwechseln. Wow. Hallo? Ich komm nicht in die Fähigkeiten rein, warum? Ah, dann hier, friss doch. Ist mir auch zu blöd mit euch. Oh, ihr seid doch nur kleine Krabbelviecher. Weil ich kann mit dem Kampf nicht einfach die Fähigkeit wechseln. Oh Gott, vereist. Vereist und Feuer und Gift.
und eingesperrt. So, jetzt darf ich wieder natürlich wieder warten, bis ich die Fähigkeit einsetzen kann. Ein Gürtel, der ist besser. So. Ja, ich muss jetzt warten. Das ist natürlich richtig scheiße. Anstatt dass der Timer einfach erneut weitergeht oder parallel weitergeht, während ich die Fähigkeit wechsle. So muss ich warten, bis ich die Fähigkeit sich wieder die Abklingzeit erholt hat, damit ich sie wechseln kann. Hätte man das nicht besser programmieren können? So muss ich jetzt immer warten. Wisst ihr, die ganze Zeit rennt man ja durch Gegnerhorden durch, wo man überhaupt keine Taktik und so anwenden muss. Aber bei Fähigkeiten, da lässt sich Blizzard sehr viel Zeit. Super gemacht. Warum wird sowas nicht überarbeitet und gefixt? Nein, es wird nur an Balancing gearbeitet. Weil die Herr von und zu ja so rumweinen, wenn ihre super geile Klasse halt nicht funktioniert. Weil die sich ja so unterscheiden untereinander. So. Verdammt, wo geht's denn hier lang? Kommt immer noch irgendwo Dämonen her, aber hier ist eigentlich alles clean. Vielleicht oben rechts. Guck mal oben rechts. Oder warte mal, ich guck mal auf die Map. Ja, oben gibt es noch. Hier ist noch ein kleiner Schwenk, aber ich glaube, ich gehe mal oben lang. So, ist jetzt meine Fähigkeit fertig? Ja, meine Fähigkeit ist fertig. Jetzt kann ich wechseln. Groll. Erhöht Hassregeneration. Und das hier, anstatt zielsuchende Raketen anzufeuern. Ach ne, warte mal. Doch. Verursacht die Flammenkanone mehr Schaden und heilen euch. Okay. Erhöht die Hassregeneration. Probieren wir mal aus, weil wenn die Hassregeneration höher bleibt, dann können wir da richtig los durchdrehen, ohne viel Ressourcen zu verschwenden. Sehe ich einfach nur noch Zahlen. Darf ich bitte zahlen? So. Hier ist meine Sackgasse. Aber keine Belagerungszone. Ja, so eine Zwischendimension, die ins Nichts führt, oder was? Gucken wir mal. Ne, das Ganze führt hier nur im Kreis. So, jetzt habe ich hier erhöhte Rastregeneration. Ihr seht schon, ich kann hier richtig durchdrehen, ohne dass ich irgendwie über Hass verliere. Das ist ja mal richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Hey, was willst du? Okay, also hier ist nichts, dann muss es ganz unten sein. Unser Igor sieht aber auch schon sehr verändert aus, also vielleicht hätte ich doch beim den Kreuzritter nehmen sollen, aber das hätte nicht gepasst, wenn ich den von Anfang an genommen hätte. Der hätte ja zu Diablo 3, ja, konnte man ihn ja noch nicht mal nehmen. Ein Barbare hätte überhaupt mir keinen Spaß gemacht. Aber alles andere, weiß nicht. Der Dämonenjäger, der sieht gar nicht mehr aus wie ein Dämonenjäger. Das sieht so total komisch aus. So gepanzert wie ein Krieger mit so einem ganz kleinen Minibogen. Also cool sieht das nicht aus, aber es funktioniert und macht Schaden. So, was haben wir denn hier oben? Das sieht sehr groß aus. Was ist denn das? Servag. Verlorene Dämonenreit hier. Oh nein! Scheiße! Scheiße! Oh nein, er will mich wieder vereisen. Zauberin ist tot. Also Verzauberin. So, darauf falle ich bestimmt nicht rein. Hey! Ja, aber das war er nicht. Das war nicht der, den wir suchten. Das hat uns leider nicht die Rune gegeben. Für diese verdammten Wer beruft denn immer diese Spinnen? Steck fest. So, raus hier.
Das ist Aufseher, Gift verzaubert, geschmolzen, Mörser. Also nur massig Fähigkeiten hier. Eigentlich alles, was wir so im Laufe von Diablo 3 kennengelernt haben, wird hier nochmal wiedergegeben. So. Und jetzt noch den Aufseher, Giftverzauber und Blocker besiegen. Atem des Todes und ein neuer Gürtel. Wir haben doch erst einen neuen Gürtel bekommen. Da ist was. Da geht's aber nur... Warte, Schlachtfeld hat Ewigkeit. Bitte sag mir nicht, dass das einfach nur eine Sinnloshöhle war und wir einfach umsonst hier im Reich der Vertriebenen gegangen sind. Ich glaube, wir sind umsonst hier reingegangen. Unten links gibt es noch einen ganz kleinen Gang. Den können wir noch auf dem Weg hingehen, aber ich habe so das Gefühl, wir sind hier völlig umsonst. Wir sind hier völlig umsonst, weil wir müssen auf den Schlachtfeldern Ewigkeit erlangte Belagerungsruhen holen. Wir sind im Reich der Vertriebenen. Ich glaube, wir sind hier einfach nur falsch. Wir hauen ab. Weil sonst wäre das hier ja nicht da. Schlachtfelder der Ewigkeit. Oh, es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid. Das war völlig umsonst hier reingelaufen. Wir haben zwei Dungeons nebeneinander gehabt. Und ich bin aus Versehen hier reingefallen in den Planarwächter. Ich wollte eigentlich gar nicht in den Planarwächter reinrennen. So ein Scheiß. Oh Gott. Was ist das denn? Tunnelgräber? Verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Das ist eine, das ist sehr gerechtfertigt. Da oben, da müssen wir hin. Was ist das? Sieht aus wie ein Balrog, beziehungsweise Dämonen, die vereist sind. Oh Gott. Für den wurde die Zeit eingehalten. Koro, Kott, Kott. Wie ist der? Wow. Okay, jetzt meine Zauber ist schon wieder down. Oh Gott, nein, zieh mich nicht zu dir ran. Ich will dich nicht. Ich muss hier irgendwann mal was töten hier. Okay, jetzt haben wir keinen Hass und keine Disziplin mehr. Das läuft gut. So, das ist der Belagerungsrunenhüter. Den müssen wir down kriegen, aber dann haben wir die erste Rune. Bin also völlig umsonst da reingelaufen. In diese Ebene. So, jetzt hat er keine Chance mehr. Und das ist die erste Rune. So, jetzt müssen wir noch eine kriegen. Und wir haben Teil 1. Geschichte der Ebene des Wahnsinns. Die Ebenen des Wahnsinns sind das Alpha und das Omega des ewigen Konflikts. Sie liegen im Zentrum aller Dinge und verbinden das Reich der Himmel mit dem der Hölle. Vor langer Zeit, als die Engel noch nicht brauchen mehr Zeit, und der Aspekt der Weisheit hier das Auge von Ali, erbaute es den Weltenstein. Noch nicht bereit. Hat der Riese gerade aus kleineren? Ach so, die Täuscher, die tun nur so, als wären sie groß. In Wirklichkeit sind es nur diese kleinen Viecher. So, okay, weiter geht's. Wir müssen immer noch eine andere Rune finden. Drei Level noch, Leute. Oh, urzeitliche Täuscher, diesmal Champion. Oh, wir können hier gar keinen Schaden anrichten, hä? Oh, jetzt hat er sich auseinandergefurzelt. Ach so, okay, wir müssen das mal kaputt machen. Deswegen heißen sie Täuscher. Das ist gar nicht so doof, was wie die das machen. Da haben sie ein und kommen als mit ihrer Rüstung wieder raus. Dann da weg hier. So, einer noch. Nicht wegrennen.
Ah, scheiße, er ist weggerannt. So, komm, hier, der einen noch. Oh, wo kommt jetzt der scheiß Tunnelgräber her? Ah, Mann. Okay,